Die Modekette Zara steht mal wieder in der Kritik. Leider hat das Modelabel nicht aus seinem Fauxpas gelernt, als es 2014 Kinder-T-Shirts vertrieb, die aussahen wie die Häftlingskleidung jüdischer KZ-Gefangener. Aktueller Stein des Anstoßes ist Kleidung im Ethnostil. Der Vorwurf: kulturelle Aneignung. Was Zara genau getan hat, darüber, was kulturelle Aneignung überhaupt ist und darum, wie wir diese enttarnen können, geht's im Video. Ethnomuster sind voll im Trend. Das hat sich auch die Modekette Zara gedacht, als sie jüngst ungefragt Motive traditioneller mexikanischer Kunsthandwerkerinnen kopierte. Die Regierung Mexikos protestiert mit dem Vorwurf der kulturellen Aneignung und die indigenen Urheberinnen fordern Geschäfte auf Augenhöhe. Schließlich verdienen sie mit ihrem aufwendigen Kunsthandwerk ihren Lebensunterhalt. Aber was ist kulturelle Aneignung eigentlich? Als kulturelle Aneignung bezeichnet man Verhaltensweisen, bei denen Menschen aus dominanten Gesellschaftsgruppen Frisuren, Kleidung und Co. aus marginalisierten Kulturen zu ihrem eigenen Nutzen übernehmen. Das Problem an kultureller Aneignung? Diejenigen, denen die Symbole etwas bedeuten, haben kein Mitspracherecht. Außerdem werden ganze Gruppen auf einige wenige Merkmale reduziert. Der Sari wird so zum Beispiel zum stereotypen Platzhalter für ganz Indien. Kulturelle Aneignung hängt ganz eng mit Rassismus zusammen. Wir weißen Menschen können es uns eben leisten, mit Federkrone auf dem Kopf über den Festival Ground zu rennen und dabei munter zu deklarieren, dass Hautfarbe für uns nun wirklich keine Rolle spielt und wir einfach nur absolut weltoffen sind. Am Ende ist unser verzweifeltes Streben nach Individualität mittels Ethnolabel aber vor allem eine hierarchische Praxis. Wir nehmen uns etwas, ohne zu fragen, von jemand anderem, zweckentfremden es und nutzen es, um aufzufallen oder um daraus Profit zu schlagen. Kulturelle Aneignung passiert oft natürlich nicht mit Absicht. Das zeigt, wie sehr solche Verhaltensweisen in unserer Gesellschaft verankert sind. Am Ende ist es ein strukturelles Problem. Heißt das jetzt für uns, dass wir nicht mehr orientalisch essen gehen dürfen, Braids verboten werden sollen und Federn nichts in mitteleuropäischen Haushalten zu suchen haben? Nein. In erster Linie geht es darum, sich mit den Trends, die es so gibt, auseinanderzusetzen, sich der Verantwortung anderen Kulturen gegenüber bewusst zu werden und die eigenen Privilegien abzuchecken. Das Funkformat Glanz und Natur nennt folgende 5 Tipps dafür, die weißen Menschen dabei helfen können, unbedenkliche Trends von kultureller Aneignung besser zu unterscheiden. Erstens, bevor du einen Trend unreflektiert mitmachst, ist es hilfreich, darüber nachzudenken, wo dieser seine Ursprünge hat. Woher kommt die Frisur, der Look oder das Schmuckstück eigentlich? So wurden etwa Dreads in den 1960er Jahren zum emanzipatorischen Symbol von People of Color. Der Begriff leitet sich im Übrigen vom Wort dreadful ab. So nannten KolonisatorInnen die Haare ihrer SklavInnen, die von Arbeit und Gefangenschaft verfilzt waren und gleichzeitig eine bewusste Abgrenzung von den Schönheitsidealen der britischen Oberschicht darstellten. Zweitens. Akzeptiere die Grenzen deines Gegenübers, denn, oh Wunder, es geht hier in erster Linie nicht um dich. Auch dann nicht, wenn du Elemente anderer Kulturen nur deswegen trägst, weil sie dir gefallen oder sie dich interessieren. Im Fokus sollten nicht deine Absichten stehen, sondern die Personen, deren Kultur du durch dein Handeln möglicherweise angreifst. Drittens, achte auf die unterschiedliche Wahrnehmung und die Reaktionen, die etwa ein Style auslöst. Bist du gerade vielleicht für deine aufgespritzten Lippen, die dunkler geschminkte Haut und die Flechtfrisur gefeiert, während andere Menschen aufgrund genau dieser Aspekte, die wesentlich zu ihnen dazugehören, diskriminiert werden und Rassismus erfahren? Viertens, werde dir darüber bewusst, dass sich auch in Kostümen rassistische Stereotype widerspiegeln. Verkleide dich also nicht als Person einer kulturellen Gruppe. Fünftens, setze dich mit den Privilegien auseinander, die du als weiße Person hast, denn du besitzt deutlich mehr als nicht weiße Menschen. Das kann dir dabei helfen, empathisch und solidarisch zu sein. Die Frage, ob es sich bei einer Verhaltensweise um aufrichtiges kulturelles Interesse oder doch um kulturelle Aneignung handelt, ist allerdings nicht immer ganz einfach zu beantworten. Ein Beispiel. Die Sängerin Beyoncé wurde im Jahr 2018 dafür kritisiert, ein Konzert gekleidet in einer indischen Tracht gegeben zu haben. Allerdings fand besagtes Konzert auf einer indischen Hochzeit statt. Trotzdem finde ich es super wichtig, dass wir uns bewusst mit der Problematik auseinandersetzen. Nur so können wir es schaffen, uns konstruktiv mit anderen Kulturen zu befassen, einen respektvollen Dialog auf Augenhöhe zu führen und voneinander zu lernen. Welche Erfahrungen hast du schon mit kultureller Aneignung gemacht? Erzähle davon in den Kommentaren. Hier gibt's eine spannende Reportage dazu, also guck sie dir mal an. Und denk dran, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keins meiner neuen Videos zu verpassen.